Was wird aus uns werden? Wie wird es weitergehen? Im alltäglichen Leben, aber auch mit unserer Welt im Ganzen. Selten haben so viele Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft geblickt wie in der Zeit der Pandemie. Als ChristInnen glauben wir an die Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang. Der Bibeltext aus Jeremia 29 des diesjährigen Weltgebetstags ist ganz klar. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Mit dieser Zusage Gottes heißen wir euch alle herzlich willkommen zum Weltgebetstag 2022. In diesem Jahr laden uns Frauen aus England, Wales und Nordirland ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Gemeinsam wollen wir auch Samen der Hoffnung aussäen, in unserem Leben, in unseren Gemeinschaften, in unserem Land und in dieser Welt. Gott wird sie wachsen lassen. Ich frag mich oft, was mich erwartet. Hab Angst, dass ich zu wenig kann. Doch ahne ich, wer heut nicht startet, kommt morgen nicht am Ziele an. Doch bin vor Leid, Sehnsucht nach Licht in dunklen Zeiten. Doch bin vor Leid in unserer Kirche. Was ist das Ziel? Was ist dein Plan, Gott? Ich ahne es doch, ich weiß es nicht. Reicht Sehnsucht, reicht mein kleiner Glaube und in der Nacht ein Hoffnungslicht. Doch bin vor Leid, Sehnsucht nach Licht in dunklen Zeiten. Das Thema des heutigen Gottesdienstes ist die Verheißung Gottes, die wir im Buch Jeremia finden. Es ist ein Zukunftsplan Hoffnung. Wir wollen herausfinden, wie diese Verheißung von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Gottes Frieden ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen sein kann. Dazu nehmen wir euch mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Wir befinden uns in Babylon, etwa um 595 vor Christus. Die Heere des mächtigen babylonischen Königs Nebukadnezar haben Jerusalem erobert und vieles zerstört. 2 Jahre zuvor ist die Oberschicht des Volkes nach Babylon ins Exil verschleppt worden. Das Volk zur Zeit des Jeremia findet sich also an einem Ort wieder, an dem sie nicht sein wollten, fern ihrer Heimat, abgeschnitten von ihren kulturellen Wurzeln, ohne ihren Tempel und ihre Häuser. In der Fremde sind die Menschen verzweifelt. Sie haben Heimweh, suchen nach Wegen zur Rückkehr in die Heimat. Sie sehnen sich nach ihrem früheren Leben im Land ihres Gottes. Da ereignet sich Folgendes. Ich suche den Ältesten Mattathias und seine Frau Ruth. Seid ihr das?
Ja, ich bin Ruth und das ist Matthias. Man hat mir gesagt, dass ich euch hier finde. Ich bringe euch einen Brief aus Jerusalem. Jeremias, der Prophet, hat mir aufgetragen, ihn zu einem der Priester und Ältesten hier in Babylon zu bringen, damit ihr ihn allen Leuten bekannt macht. Jeremia hat an uns gedacht. Wir sind also noch nicht vergessen in der Heimat. Und du hast einen so weiten Weg gemacht. Lass mich lesen. So sagt Gott der Gewalten, die Gottheit Israels, zu allen, die ich aus Jerusalem in die Verbannung nach Babylon geführt habe. Wie jetzt? Ist das etwa Gottes Absicht, dass wir in dieser Situation sind? Er hat uns doch seinen Bund versprochen. Niemals aber hat er angekündigt, dass wir unsere Heimat verlieren werden. Weiß denn Jeremia, was das für uns bedeutet? Der ist zu Hause, der hat gut reden. Er weiß nicht, wie sehr unsere Leute hier leiden, hat nicht gehört, wie sie singen. An den Wassern von Babylon saßen wir und weinten. Jeremia schreibt, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und verzehrt ihren Ertrag, heiratet und bekommt Söhne und Töchter. Verheiratet eure Söhne und Töchter, sodass auch sie Söhne und Töchter bekommen. Vermehrt euch dort, werdet nicht weniger. Als wenn wir uns an ein Leben in der Fremde gewöhnen könnten. Seid um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, besorgt. Betet um ihretwillen zu Gott, denn in ihrem Wohl liegt auch euer Wohl. Ist Jeremia verrückt geworden? Die Babylonier sind doch unsere Feinde. Hat er vergessen, wie es uns und Jerusalem entgangen ist? Wenn Gott uns aufträgt, für diese Stadt zu beten, in der wir jetzt wohnen, wie für unsere eigenen Städte, dann ist die Welt auf den Kopf gestellt. Ja, aber dann wären wir nicht mehr in der Fremde. Dann wären wir nur in einem anderen Land unseres Gottes. Ich lese mal weiter. Er schreibt ja noch mehr. So sagt Gott, wenn für Babylon 70 Jahre vorbei sind, will ich mich um euch kümmern. Ruth, das ist ein ganzes Menschenleben. Dann bin ich längst gestorben. Ich werde meine Heimat nie wiedersehen. Und Jerusalem und den Tempel auch nicht. Ich werde an euch die Zusage meines Wohlwollens erfüllen und euch an diesen Ort zurückbringen. Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Pläne des Friedens und nicht des Unglücks. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Das passt in meinem Kopf alles nicht mehr zusammen. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, werde ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Es ist an uns, Matthias. Wir sollen Gott hier anrufen, ihn hier suchen, hier nach ihm fragen, als wären wir zu Hause. Er ist auch hier bei uns. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Gott verspricht uns, ich werde euer Schicksal zum Guten wenden und euch aus allen Nationen und von allen Orten sammeln, wohin ich euch zerstreut habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch in die Verbannung weggeführt habe. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Dann sieht alles anders aus, Matthias. Völlig anders. Gott gibt uns hier eine neue Heimat. Wir werden haben, was wir brauchen. Häuser,
Gärten, Familien. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Unsere Leute bräuchten nicht mehr weinen. Verheißungen für das Volk Israel nachzudenken. Was bedeuten sie für uns heute? Diese Verheißung können wir uns als ein Samenkorn vorstellen. Ein Samenkorn ist ein Zeichen für neues Leben. Hört noch einmal die Worte des Propheten Jeremia. Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe, so Gottes Spruch, Pläne des Friedens und nicht des Unglücks. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, werde ich euch hören. Ein Samenkorn ist voller Möglichkeiten und Hoffnung. Was könnte Gott zu dir sagen? Welche Hoffnung hat Gott für dich und deine Zukunft? Wir beten für das, was uns am Herzen liegt. Was hält uns davon ab, Gottes Ruf zu hören? Wir beten, dass wir Gottes Stimme hören können. Samen braucht fruchtbaren Boden, um zu wachsen. Sonne und Regen, Fürsorge und Pflege. Wo braucht es Samen der Hoffnung in deinem Leben? Wo braucht es Samen der Hoffnung in der Gemeinschaft, in der du lebst? Wo braucht es Samen der Hoffnung in deinem Land? Wie können diese Samen der Hoffnung in deinem Leben, in deiner Gemeinschaft, in deinem Land gehegt und gepflegt werden? Wir beten um Samen der Hoffnung, wo immer sie gebraucht werden. Nehmt diesen Samen und sät sie als Zeichen für Gottes beständige Liebe und eure Hoffnungen. Hört zu, was zwei Frauen erzählen, deren Leben schwierig war. Gottes Plan wurde für sie auf überraschende Weise zum Segen. Ich spreche für Lina. Mein Sohn hat 4 Kinder, die ohne ihre Mutter aufwachsen. Ich unterstütze ihn viel. Mein Sohn hat Probleme mit der Psyche und kann nicht arbeiten, sodass selbst für Grundbedürfnisse nur sehr wenig Geld da ist. Ich verzichte selbst auf Lebensmittel, um sie meinem Sohn und meinen Enkeln zu geben. In unserer Kirchengemeinde gibt es liebevolle Mitglieder, die sich vor allem um die Kinder und uns nicht im Stich lassen. Ich danke Gott, dass er uns Hoffnung und Zukunft schenkt durch diese Gemeinde. Ich spreche für Emily. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich durch eine Operation mein Gehör völlig verloren. Mein Traum für die Zukunft war es, Lehrerin zu werden. Dieser Traum löste sich plötzlich in Luft auf und ich befand mich in einer Welt der Stille, die mir schreckliche Angst machte. Ich fühlte mich einsam und von allem ausgeschlossen.
Ich wollte mein Leben beenden. Aber Gott hatte andere Pläne für mich. Das Lernen von Lippen abzulesen und der Gebärdensprache fällt mir sehr schwer. Aber es eröffnet mir auch andere Türen. Ich teile meine Geschichte mit anderen Menschen, um sie zu ermutigen. Ich vertraue auf Gott und höre mit meinen Augen. Großzügigkeit erfahren. Gott, in deiner Barmherzigkeit, höre unser Gebet. Für alle, die einsam und ausgegrenzt sind, wir beten, dass sie Freundschaft und Gemeinschaft erfahren. Gott, in deiner Barmherzigkeit, höre unser Gebet. Für alle, die gemieden werden und von denen wir uns abwenden, wir beten, dass sie bei uns einen Platz finden und sich als Kinder Gottes geliebt wissen. Gott, in deiner Barmherzigkeit, höre unser Gebet. Für alle, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, die im Exil leben müssen und die Angst haben, alles zu verlieren, was ihnen vertraut ist. Wir beten, dass sie Gottes Frieden und Gottes Kraft in ihrem Leben erfahren. Gott, in deiner Barmherzigkeit, höre unser Gebet. Wir wollen uns und alle Menschen, für die wir beten, der Barmherzigkeit und dem Schutz Gottes anvertrauen. Im Namen unseres Bruders, Jesus Christus, unseres Heilands. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir danken dir, Gott der Liebe, für deine Gegenwart und für diese gemeinsame Feier. Lasst uns in die Welt hinausgehen, in der Zuversicht, dass wir deine Kinder sind und dass du uns bei unserem Namen gerufen hast. In unserem Alltag lass uns nach deinem Willen leben. Lass uns deinen Plan entdecken und schenk uns Geduld auf der Suche nach deinem Weg. In allen Herausforderungen und Freuden gib uns die Gewissheit, dass wir nicht alleine sind. Lass uns gehen in Frieden, Hoffnung und Liebe. Im Namen Gottes, für uns Mutter und Vater, im Namen des Sohnes, unseres Bruders und im Namen der Heiligen Geistkraft. Amen. Ganz herzlichen Dank den Frauen aus unserem Weltgebetstagsteam, die den Gottesdienst mit vorbereitet und gestaltet haben. So konnten wir auch in diesem Jahr wieder unsere Verbundenheit mit allen Christinnen und Christen rund um die Welt zum Ausdruck bringen.
Unser Dank geht an Petra Schau, Ute Peter, Susanne Lassock, Nele Lassock, Karin Glänzer, Gudrun Scheumann, Edith Kubi, Andrea Braun-Kolbe, Bärbe Wenzel, Irene Scharnitz, Heike Braun, Rosi Rosenkranz und Christa Waller. Danke auch an Christa und Helmut Bernhard für das Vorbereiten der Kirche, Tobias Stübing und Nadine Toschinski für die Aufnahme, den Schnitt und die Technik und allen, die diesen Gottesdienst mit uns gefeiert haben. Wenn Sie die Projekte des Weltgebetstags unterstützen möchten, liegen in den Kirchenspendentütchen bereit, die Sie in den Pfarrämtern oder bei den Frauen des Weltgebetstagsteams abgeben können. Oder Sie überweisen Ihre Spende auf das unten eingeblendete Konto. Vielen Dank für Ihre Gaben. Zusammen singen wir das letzte Lied, Der Tag ist um. Steve.